Hallo ihr Lieben! Sucht ihr noch gute Ideen für selbstgemachte Geschenke? Ich habe nämlich eine ganz tolle Sache für euch. Und zwar machen wir heute einen selbstgemachten, ganz toll aromatischen Orangen-Mandarinentee. Den verpacken wir in hübsche Beutel zum Verschenken. Und die wiederum verpacken wir in ganz süße, selber gemachte alte Blechdosen, die wir hier ganz schick upcyclen. Der Trick ist, dass ihr jetzt in Zukunft viele, viele Orangen und Mandarinen esst, die Schalen aufhebt und einfach auf ein Backpapier auf die Heizung legt und dort trocknen lässt. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch in der Küche. Hier habe ich nun zusammen 20 Gramm Orangenschalen, 20 Gramm Mandarinenschalen, 20 Gramm Cranberry, Hagebutte, 20 Gramm Früchtetee und 9 Gramm Verbene, Zitronenverbene. Das ist jeweils ungefähr eine halbe Tasse. Da geht es auch nicht ums Milligramm. Der Trick ist dann am Schluss 20 Tropfen Mandarinenöl und 20 Tropfen Orangenöl. Ich sage euch nachher auch noch was zu den Aromaölen in der Küche. Ihr könnt den Tee dann in Teefilter füllen. Die funktionieren ohne Halterung. Gibt es in Drogerie. So, ich nähe die dann noch zu. Wir kleben noch ein Papierchen um den langen Restfaden und das könntet ihr auch beschriften. Dosen mit Papier beziehen. Und das übrige Papier einschneiden und nach innen kleben. Wie ihr das mit den Aromaölen haltet, bleibt euch überlassen. Primavera selber rät, dass man Vegaroma kauft. Das sind extra Aromaöle für die Küche. Oder ihr geht im Bioladen und kauft diese Backöle. Ich selber nehme ganz normale Aromaöle aus dem Bioladen. Meine Drogistin hat gesagt, die sind unbedenklich. Das glaube ich ihr jetzt einfach mal. Der Tee ist absolut der Hammer. Der duftet. Die ganze Küche duftet nach Orangen und Mandarinen und ich freue mich jetzt drauf und danke euch fürs Zuschauen.